Und das ist für mich unerklärlich, wenn der Nachbarhotelier, ohne dass er wen verbetzen will, sich 7-mal meldet bei der Polizei und sagt, da wird gefeiert. Und das sind Dinge, die uns so in Verruf bringen, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit, wo wir schauen, dass wir langsam wieder Vertrauen gewinnen bei den Gästen, die uns verdammt wehtun. Und man muss auch sagen, Österreich ist ein Tourismusland, Tirol ist sehr groß, mit wahnsinnig vielen Betrieben, Salzburg nicht viel schwächer. Es sind Einzelne, die diese Ausreißer machen. Und das ist genauso, wenn es einen Geisterfahrer gibt, dann ist das zu verurteilen und der gefährdet sich und der gefährdet das Leben von Hunderten und Tausenden Menschen auf der Straße. Aber deswegen kann man nicht sagen, wir verbieten jetzt das Autofahren für alle. Wenn sie 99,99% an die Regeln halten, aber dieser eine Geisterfahrer, den hört man halt dann den ganzen Tag im Radio. Und genauso ist es mir heute mit dieser Kitzbühel-Geschichte gegangen, die mich jetzt seit 3 Tagen verfolgt. Und ich hoffe, dass ich das jetzt so klargestellt habe, dass wir uns da ganz strikt distanzieren und dass das nicht geht. Und wenn das die Skihütten oder Hüttenbetreiber oder Après-Ski-Lokale nicht in den Griff bekommen, dann bin ich für das Schweizer Modell. Die Schweiz haben ja voriges Jahr die Hotellerie den ganzen Winter offen gehabt und Gastronomie sehr eingeschränkt oder teilweise geschlossen, um eben all diese Dinge hintanzuhalten. Was uns noch sehr wehtut, ist die 22-Uhr-Sperrstunde, weil uns eigentlich die Gäste dann auch vielfach in die Illegalität treibt. Das sehen wir, das wissen wir. Die sitzen in einem guten Hotel beim Abendessen oder im Restaurant und dann heißt es 22 Uhr, wir müssen schließen und dann gehen sie hinaus und dann ist keine Kontrolle mehr da. Solange der Gast bei mir im Hotel sitzt, auf dem Tisch, so wie Sie hier heute, dann habe ich das alles im Griff, dann sehe ich, was sich da abspielt. Und wenn die da in Ruhe austrinken und vielleicht nur einen Kaffee oder einen Schnaps oder die Flasche Wein austrinken und dann um 11 Uhr oder um 11:30 schlafen gehen, weil sie am nächsten Tag sowieso Skifahren gehen wollen, dann ist der Tag gelaufen. Aber um 22 Uhr heute einem Gast vorzuschreiben, jetzt kommt Omikron oder jetzt kommt die Virusvariante sowieso um 22:01 Uhr, bitte steht's auf und geht's. Das war in den Weihnachtsfeiertagen und zu Silvester, kann ich jetzt aus Erfahrung aus unserem Betrieb sprechen, so schwer den Gästen zu vermitteln, die das nicht verstanden haben. Der hat gesagt, ich komme seit 15 Jahren zu dir, ich habe immer diesen Tisch. Die Nachbarfamilie kenne ich auch schon seit 10 Jahren, die sitzen auch da. Und die Niederländer, die immer da sitzen, kenne ich auch schon. Du hast ja alles. Und warum müssen wir jetzt aufstehen und fluchtartig das Lokal verlassen? Also ich glaube, das sind Maßnahmen, die völlig falsch sind, völlig überzogen sind, die nie mit der Branche abgesprochen wurden und genau das Gegenteil erreichen, weil alle in Ferienwohnungen und Apartmentgäste gehen dann einkaufen oder am Nachmittag schon und versorgen sich mit Getränken und sitzen dann in irgendeiner Wohnung auf irgendeinem Stockwerk und wird gefeiert, so wie es mir von den Branchenkollegen berichtet wird. Ganz aktuell, wir haben vor ein paar Tagen in der Hoteliersvereinigung eine Umfrage unter unseren Kollegen gemacht. Es war die 35. zum berühmten C-Thema, wie es denn jetzt so ausschaut und wie es weitergehen wird. Und ich denke, das wird Sie am meisten interessieren. 4% der Hotellerie haben schon geschlossen oder haben noch immer geschlossen oder wieder geschlossen aufgrund von Omikron. Und weitere 11%, für die steht eine Schließung der Betriebe im Raum.